Willkommen zurück zu Batman Arkham City. Das war ja nochmal Asylum. So, jetzt sind wir im Museum angekommen, haben gerade am Polizisten geholfen. Und ja, ich denke, jetzt haben wir uns die große Halle mal angeguckt, mit allen Trophäen gesammelt, die bisher zu erreichen sind. Und jetzt gehen wir mal weiter und gucken mal, was noch so abgeht. Hier war noch ein kleines Secret, das wir uns mal ganz schnell angucken. Oh Mann, ich glaube, das ging noch nicht, ne? Dafür, ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, yep, wusste ich so noch. Aber dafür ist hier eine, ein Pinguin. Moment, ach, ich glaube, ich weiß noch, oder? Ich glaube, man kann hier einfach so abfeuern und dann... es kann sein, dass es geht. Ich kann mich aber auch täuschen. Einfach so noch. Okay, es geht nicht. Ich sehe es ein. Oder kann ich hier irgendwie... Nee, okay. Mehr kann ich also nicht machen. Ist hier noch ein Race oder sowas? Wie kann ich raufklettern? Ja, da, echt der Wahnsinn. Okay, ist ja auch kein Rätsel, da dann. Hier habe ich auch mal geschafft, durch eine unsichtbare Wand zu lischen, die ich so ganz schräg komisch durchgeslidet bin und dann kam ich nicht mehr raus. Das war schön ärgerlich. Aber naja, das passiert mir nicht normal. Hey, das ist nicht... Ach nee, das ist defekt. Alles klar. Oh mein Gott, ein ganz schön langer Gang. Oh mein Gott. Okay, hier geht's weiter. Hier gucken wir erstmal rein. Was denn hier so schönes ist. Ah, eine Trophäe. Sehr schön. Und hier oben sind noch zwei weitere Trophäen. Eine für Catwoman und eine für Batman. Die können wir uns mal beide mal markieren. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Genau, und auch die andere hier. Genau, perfekt. Dann merken wir uns das später. Das ist sehr praktisch, das gab es am ersten Teil noch nicht. Umso besser, dass es es jetzt gibt, weil das macht schon vieles einfacher. Ein gesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. Ja, yep, das ist auch ganz geil. Das habe ich auch schon mal gezeigt, sowas ähnliches. Einmal haben wir schon mal was gemacht für eine Trophäe und jetzt müssen wir das auch mal regulär machen im Spiel, um bei der Story weiterzukommen. Und zack. Damals hatte ich ganz schöne Schwierigkeiten bei der Steuerung mit dem Batwing. Die ist ja auch ganz schön gewöhnungsbedürftig für meine Verteidigung. Wow, wow, das war ja krass gerade. Ist hier was? Nö, hier ist nichts. Ich glaube genau, oder? Ja, genau, ich glaube, ich weiß, wozu das gut ist, dieser obere Vorsprung. Das war auch ein Rätsel. Hier sieht man ja auch, so sieht das Pinguin aus, sah Pinguin damals aus, und hier sind seine Eltern. In Anführungszeichen seine Eltern. Okay, die Musik trommelt sehr stark. Das kann nichts Gutes heißen. Hilf mir! Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahmeprüfung! Oh, das sind ja schon ein paar Leute hier, ne? Naja, kein Ding für uns. Das ist für uns kein Ding. Wir sind nicht Batman und nicht irgendein dahergelaufener Trottel. Wie die hier. Oh, das tat trotzdem weh.
Nix da! Hör auf damit, Bam! Oh mein Gott, ey, was für Pussys! Kommt nicht mehr mit einer Person klar. Was soll das denen werden? So, der neue Angriff. Zack! Damit tollt man dann alle ganz geil. Aua, jetzt war ich ein bisschen unaufmerksam. Aber naja, hörst du auf damit? Böse, böse. Mit sowas spielt man nicht. Oh oh. Ah, okay, alles noch gut gegangen. Okay, mal wieder Knochen brechen, das ist in meinen Augen ein bisschen cooler. Oh oh. So, ist schon ein sehr großer Teil weg. Ist ja echt der Wahnsinn, wie toll die sind. Und das war's schon. Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Offenbar nicht dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Oh mein Gott. So, die Taktik der Titanenmonster ist auch mit verändert worden. Nämlich nicht mehr mit dem Batarang. Ihr werdet gleich sehen, wie. Nämlich, wir müssen so dreimal betäuben und dann können wir eine reinhauen. Also es ist ein bisschen einfacher geworden, muss man sagen. Und zack. Schon sind wir wieder drauf. Und können jetzt helfen. Und so können wir jetzt über mehrere Angriffe machen. Zum Beispiel können wir jetzt hier alle so überrennen. Oder ihr werdet auch gleich sehen, wir können jetzt auch so einen Bodenschlag machen. Aber ich muss sagen, ich mache keins von beiden. Ich mache einfach meist immer gleich einfach drauf losrennen, wie ich es damals mal gemacht habe. Finde ich einfach effektiver als diese komischen Angriffe. Aua. So, du Arsch. Oh Mann. Und zack. Bam, bam, bam. Wow. Das glaube ich nicht. So, zack, zack. Und wir sitzen wieder drauf und können die schön verprügeln. Bam. Und zack. Oh, voll daneben. Naja. Der ist auch ein bisschen größer als die, die wir aus Batman Arkham Asylum können, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. So. Und hier, tschüss. Und du bist auch weg. Und zwar genau jetzt. Bam! Boah, schön getötet, Alter. Und der ist abgehauen, der Schisser. Tja, das kommt aber heraus. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze? Haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Das wird eine Weile dauern. Oh mein Gott. So. Jetzt müssen wir mit den Batarang wieder arbeiten, mit den Ferngesteuerten. Um hier einen Schalter zu aktivieren. Damit wir auch nochmal heute weiterkommen. Ne? Und das wollen wir ja. Weil wir müssen ja Mr. Freeze rankommen und jetzt auch an Pinguin, um ihm mal ein bisschen den Arsch zu versohlen. Ja, was muss das Mut, ne? So ein Fettarsch verdient es ja, verprügelt zu werden. So ein Arsch von Fettarsch. Oh Gott, scheiße. Das ist nämlich vertippt auch noch. Vielleicht war es auch gar nicht mal so schlecht. Und... Bam! Tja. Wie man sieht, ich kenne das Spiel schon recht gut. Oder so ähnlich. Jetzt hier durch das Schlitz und dann ist, glaube ich, noch ein Schalter. Da unten! Alter, wie krass ist das denn? Nächster Versuch. Boah, das wollte ich nicht mal. Wow, ich hab's aufgefangen. Bin ich cool oder was? Nächster Versuch. Ah! Alter. Alter, das ist doch... Übertreiben wir maßlos. Das finde ich nicht nett. Alter, ich bin so schlecht. Guckt euch das an. Das ist doch übel. Wieder einmal. Oh Mann, hoffentlich wird es mal was heute. Yay, man verliert doch voll die Übersicht. Habe ich es geschafft? Okay, hier ist ein Pinguin. Okay, ich glaube, man muss es anders machen. Das kann sogar sehr gut sein. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen warten. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Oder Moment, Sekunde. Wie war denn das nochmal? Moment, ich glaube, gleich habe ich es. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Trick, nämlich. Fällt mir gerade wieder ein. Nämlich können wir
Oder gab es hier einen Trick? Ich bin gerade am Überlegen. Ah, natürlich. Ah, ich weiß wieder, natürlich. Okay, also es ist wieder im Kopf. In meinem Gedächtnis. So, das werde ich gleich aktivieren. Es gibt nämlich eine Trophäe. Die müssen wir jetzt hier durchschießen. Werfen. Umdrehen eigentlich. Und nicht verkacken. Und dann dahin fahren. Zurückfliegen wieder. So, und dann hier nach oben durch. Hier durch. Genau. Oh, ist das dein Ernst? Wie kann man so viel Pech haben? Nein, Mann, das wollte ich nicht mal. Das kommt, was passiert mir ständig, wenn ich starte. So, nächster Versuch. Das war wieder mal was schön toll. Meine Güte. Ich habe ja auch mal Glück. Okay, jetzt nochmal. Diesmal aber bitte richtig. So, wo war mal der Schalter? Genau hier. Ein zweites Mal müssen wir es nicht machen, weil es dafür einen speziellen Trick gibt. Ihr werdet schon sehen, welchen. Nochmal müssen wir nicht nochmal abschießen. Wir können es nämlich viel schön viel ersparen, indem wir ganz einfach einmal die Trophäe aufsammeln und dann hier durchs Fenster springen. Und gleich, wartet. Hier ist nochmal eine Trophäe. Und dann können wir einfach hier öffnen und haben eine schöne Abkürzung. Ich glaube, eigentlich soll man das so machen, dass man es dann von außen dann aktiviert. Dann, wenn man das hier öffnet, dann kommt man eine Trophäe ran. Aber ich mache es mal, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht. Nämlich so. Das könnte eines der Dinge, könnte sich ein Rätsel sein. Okay, ich lasse es erstmal nach Rätseln die ganze Zeit suchen. Ezeln. Habt ihr schon mal ein Ezel gesehen? Ich nicht. Okay. So, jetzt gehen wir jetzt auch wieder weiter. Nämlich müssen wir hier wieder unseren schönen kryptografischen Sequenz herausholen, um dieses Gitter zu öffnen. Und zack. Moment, genau. Passwort akzeptiert. Wunderbar. Okay, das ist ganz cool. Nämlich ist das hier ein Aufzug, den wir mit dem Elektroimpuls anpeilen können. So, wir wirklich nach oben. Weil hier war eine weitere Trophäe für uns. Ja, also im Museum weiß ich, glaube ich, noch am meisten die Trophäen. Denke ich. Na komm, aufsammeln. Perfekt. Und dann schicken wir das den Aufzug nochmal runter. Um dann selbst nochmal raufzusteigen. Und wieder nach oben. Zack. Oh yeah. Und hier Sprengstoff. Und BAM. Oh yeah. Echt cool gemachte Rätsel. Wie ich finde. Sogar sehr stark. Oh man. Da war auch noch eine Trophäe drin, soweit ich weiß. Yes. Unsere Erfahrungspunkte steigen enorm. Und eine weitere Wand, die sprengbar ist. Also, dass die auch immer alle gleich aussehen, ne? Die man sprengen kann, ist klar. Ah, natürlich. Genau. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt können wir nämlich hier den Strom abstellen. Im Moment, geht das schon? Ah, doch. Okay. Ich war mir gerade unsicher. Aber es geht scheinbar doch schon. So, jetzt habe ich den ganzen Strom deaktiviert. Jetzt haben wir eine wunderschöne Abkürzung. Jetzt können wir ganz schnell hier nach oben gehen, ohne nochmal den ganzen üblen Aufzug zu nehmen. Oh, Moment. Was war da gerade? Achso, hier kann ich die Tür öffnen. Das ist eben sehr praktisch. So hat man jetzt eine super Abkürzung. Für später, wenn man nochmal hier rein muss. Und das muss man auf jeden Fall, wenn man alle Trophäen haben will. Kann ich euch jetzt schon mal versichern. Moment, das war auf jeden Fall ein Rätsel, oder? Nee. Mein Gott, ey. Die ganzen Bilder sehen so detailverliebt aus, dass ich immer denke, dass es ein Rätsel ist oder sowas. Okay. Eine Eiswand. Das ist sehr misstrauenerregend. Naja, einfach mal springen. Hier scheint es ja weiterzugehen. Und zack. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Iceberg Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Genieß dein Bulleneis. Hier drüben, bitte. Was für ein kleines Arschloch der Pinguin ist, ne? Naja, erstmal retten wir die Typen hier. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Okay, aber erstmal den Typen retten. Festhalten. Ich,
Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Okay, wieder mal schön dein Leben gerettet. Okay, es ist hier, Moment, genau, hier ist eine ganz schön fiese Trophäe. Das muss ich ganz schön gut anstellen, damit das klappt. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. Hey, mit Random sogar geschafft. Das war ein totales Glück. Also normalerweise schaffe ich das nicht so schnell. Ach, das ist ja großartig. Normalerweise brauche ich ja echt ewig dafür, bis ich die Trophäe so sammle. Das Rätsel so kriege. Moment, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. La 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 la. Und mitnehmen. Zack. Oh yeah. Okay. Jetzt ist wirklich Vorsicht angesagt, weil... Ja. Wenn wir uns zu schnell beeilen, dann bricht hier das Eis und wir fallen ins Eiswasser. Und das ist nicht gerade angenehm, denke ich. Dup, 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 dup. So. Oh, oh. Wow, Alter. Hilfe. Was war das denn? Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meinen kleinen Freund zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Tiny. Wer hätte gedacht, dass ein großer Fisch so nützlich sein könnte? Ich jedenfalls nicht. Ist wie ein beweglicher Müllschlucker. Was immer ich auch ins Becken werfe, verschwindet. Puff. Problem gelöst. So, da habe ich auch ganz schön lange noch mit drauf zu kommen, dass man das dahin, dass man noch runter schießen kann. Dieses Bötlein. Aber naja. Warum ist hier eigentlich dieser Raum mit Wasser gefüllt? Das muss mir auch mal einer erklären. Ich habe sowas hab ich noch nie im Museum gesehen. Vielleicht hat es sich ein Pinguin im Nachhinein gemacht. Kann ja alles sein. Aber naja. So, hier ist eine weitere Person, die wir retten können. Einen weiteren Kopf. Sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hole sie zurück. Und der letzte. Oh Gott. Bleiben Sie vorerst hier. Kein Problem, Sir. Es sind noch mehr von uns hier. Wenn Sie noch leben, dann finde ich sie. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Vorderraum. In diesen vorderen Raum. Zuallererst. Das ist nämlich eine sinnvolle Reihenfolge. Ihr werdet bald sehen, warum. Ich werde es auch nochmal erklären. Wenn der Zeitpunkt ist, da ist. Okay, aber erstmal gehen wir dann erstmal in diesen Raum. So ganz vorsichtig laufen. Weil zum einen ist hier ein Hai und zum anderen ist Eiswasser unangenehm. Also ich muss ein bisschen natürlich an den Bosskampf gegen Killer Croc aus Batman Arkham Asylum denken. Weil man sich da ja auch ganz schnell aufhalten musste. Und hier ist nämlich nochmal der Fall, wie man sieht. Hier muss man ganz schön vorsichtig vorgehen. Damit der Hai eigentlich hört und damit eben das Eis in diesem Fall nicht zusammenbricht. So, und wir sind drüben. Perfekt. Wow, wie weit man wieder abgeht. La 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 la. Hey, was geht denn hier so? Ach nee, kann ich nicht aktivieren. Komm, Batman. Wir sind hier. Hast du Angst, kleine Fledermaus? Nö. Oh nein, was machst du denn jetzt? Haben wir dir etwa nicht gesagt, dass das passieren würde? Sorry, müssen wir vergessen. Vielleicht sollen wir nach dem Büchsenöffner suchen. Ach, was egal. Durch Sicherheitstor kommt ohnehin niemand. Du bist da gefangen. Du solltest... Wie hat er das gemacht? Du hast... Haha. Was sagst du nun? Ich bin durchgekommen. Ja, das hat überrascht, ne? Hätte wohl nicht erwartet. So, du Arsch. Du gehst besonders auf die Fresse, weil du fett bist. Und fette Leute mit gepanzerten Typen. Gepanzerte Typen mag ich nicht. Das hätte jetzt fast wieder leicht abfällig wirken können. Zwar nicht bewusst, aber naja. Man muss ja aufpassen, was man sagt, ne? Fette Typen werden verprügelt bei mir, ja? Das würde ja überhaupt nicht abfällig rüberkommen. Nein, fette Leute werden von mir nicht verprügelt. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Ich respektiere jede Art und von Menschen und so weiter und so fort. Yep, mit diesen extrem weisen Worten und so weiter und so fort beende ich damit wieder den Part. So, eigentlich hatte ich ja vorher geplant, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich ja eigentlich jetzt die Vorlesung machen will, aber mal ehrlich, die Action ist gerade zu spannend. Ich denke, das machen wir nach dem
wir im Museum waren. Dann wird mal wieder ein Part kommen, wo ich mich mehr aufs Vorlesen konzentriere. Yep, dann mal bis zum nächsten Part von Batman Arkham City. Ciao!